Dresdens Future Food, der Videocast zur Ausstellung im Deutschen Hygienemuseum. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Folge unserer vierteiligen Videocast-Reihe Dresdens Future Food, die wir hier im Deutschen Hygienemuseum in unserer aktuellen Sonderausstellung für Sie aufzeichnen. In dieser Reihe kommen wir mit Expertinnen und Experten aus Dresden und Umgebung ins Gespräch, die hier zu Fragen der Ernährung forschen, Lebensmittel anbauen, sie verarbeiten, mit ihnen handeln oder sie zubereiten. Wie die Ausstellung folgt auch diese Videocast-Reihe in den Kapiteln Produzieren, Handeln, Wählen und Essen unserer Ernährung vom Acker bis auf den Teller. Das erste Ausstellungskapitel sucht Antworten auf drängende Fragen der Nahrungsmittelerzeugung zwischen industrieller und biologischer Landwirtschaft, zwischen Spitzentechnologie und Naturnähe, kurz im tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Gegensatz von Natur und Technik. Hier wollen wir heute anknüpfen. Wir blicken auf den gegenwärtigen Zustand der Nahrungsmittelproduktion und fragen, was diese krisensicher und zukunftsfähig macht. Ich freue mich, Ihnen unsere Gäste für dieses Gespräch vorstellen zu dürfen. Thomas Herlitius ist Agrarwissenschaftler und Professor für Agrarsystemtechnik an der Technischen Universität Dresden. Er forscht dort zu den Landmaschinen der Zukunft, zur Automatisierung und Digitalisierung der Landwirtschaft. Bernhard Probst ist Biolandwirt und Chef des Vorwerks Podemus, eines Landwirtschaftsbetriebes, der ökologischen Landbau und ökologische Viehhaltung betreibt und Produkte in einer eigenen Ladenkette verkauft. Mein Name ist Christine Heinig. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, ich erwähnte eingangs bereits, wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der neuen Sonderausstellung Future Food – Essen für die Welt von morgen. Und ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in eben diese nicht vorenthalten. Schon im ersten Ausstellungsraum, der sich mit dem Produzieren unserer Nahrungsmittel beschäftigt, findet sich der Ernteroboter Crops, entwickelt vom Lehrstuhl für angewandte Mechanik an der Technischen Universität München. Dort arbeiten seit 2011 Forscher an einem Roboter, der zunächst in der Lage ist, Früchte zu erkennen und in einem zweiten Schritt reife Früchte gezielt zu ernten. Professor Herlitius, können Technologien wie diese helfen, unsere Landwirtschaft krisensicherer zu machen? Denken wir zum Beispiel an die aktuellen Schwierigkeiten, Erntehelfer in die Anbaugebiete zu bringen? Oder lassen Sie es mich ganz knapp fragen, können Roboter Spargel, können sie Erdbeeren ernten? Sicher sind solche Technologien sinnvoll, um zukünftige Maschinensysteme in der Landwirtschaft gedanklich durchzuspielen, auch herzustellen. Robotik ist gar nicht so einfach, wie man sich's denkt. Kann ein Roboter Spargel ernten? Im Prinzip kann er das, aber der Aufwand ist recht groß, dorthin zu kommen. Und am Endeffekt muss man wirtschaftlich hinterfragen, wie groß ist der Aufwand und wie stellt er sich im Vergleich. Aber langfristig gesehen werden gerade solche Arbeiten wie Obsternten, Spargelernten, Erdbeerenernten durch autonome Systeme übernommen werden, weil es einfach Arbeiten sind, die heute keiner mehr gerne machen möchte. Das ist ja die Situation, in der wir sind. Aber der Aufwand, so eine Maschine zu entwickeln, ist hoch, aber durchaus möglich. Ja, vielen Dank. Wir kommen nachher noch auf das Thema zurück, auch auf konkrete technologische Anwendungen in diesem Bereich. Herr Probst, ich würde Ihnen zunächst auch noch einmal mit Ihnen den Blick in diese Corona-Zeit genauer werfen. Ich hatte auf einige krisenbedingte Schwierigkeiten in der Landwirtschaft auch mit meiner Frage verwiesen. Die haben in der medialen Debatte doch recht viel Beachtung gefunden, gerade die Frage nach den Erntehelfern. Ich würde gern von Ihnen wissen, in Ihrem ganz konkreten Fall, in Ihrem Betrieb, wie beeinflusst Corona aktuell die Landwirtschaft? Gerne, wie gesagt, konkret in Ihrem Betrieb, aber auch mit einem kleinen Seitenblick auf die sächsischen Kollegen. Also jetzt, wenn ich auf unsere Kollegen schaue und auf uns, was im tagtäglichen Geschehen auf dem Landwirtschaftsbetrieb passiert, muss man ehrlich sagen, gar nicht so viel anders. Wir haben keinerlei Gastarbeiter jetzt um die Jahreszeit da. Also wir hatten letztes Jahr mal das erste Mal ein rumänisches Ehepaar zum Äpfelernten, die sich auch wohlgefühlt haben. Und ich lege darauf Wert, und das ist auch ein Ansatz am Ökolandbau, der nicht einfach nur sagen, ein Pestizidverbot definiert ist in irgendeine Verordnung, ist ja irgendein menschlicher Ansatz. Und ich verwehre mich generell ein bisschen gegen den Ansatz, dass ganze Bereiche der Landwirtschaft durch Billiglöhner aus Fernosteuropa gemacht werden. Kein Mensch arbeitet gerne außerhalb seiner Heimat.
Das muss man mal ganz klar sagen. Das sind Armutsflüchtlinge. Die kommen nur wegen Geld hierher, nicht aus Leidenschaft. Und die Entwicklung sehe ich sehr, sehr kritisch, weil das eine Entkopplung zur Gesellschaft, zur Urproduktion ist. Und ich finde jeden Ansatz begrüßenswert, den man in der Presse von Kollegen liest, die auf einmal wieder heimische Arbeitnehmer aktivieren. Und wieso nicht? Wieso hat ein VW-Mitarbeiter Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn im Landkreis, im selben Landkreis Spargelstecher fehlen? Ich würde noch nicht mal die Differenz zahlen als Steuerzahler. Das gibt die Steuergerechtigkeit her. Wir kommen nachher nochmal auf den Punkt der Arbeitskraft, der menschlichen Arbeit, die in der Landwirtschaft steckt. Sind Sie konkret negativ von der Corona-Krise in Ihrem Betrieb betroffen gewesen? Ehrlich gesagt, eigentlich wirklich nicht. Es war ein Run auf heimische Lebensmittel, auch das Gefühl, dass Corona ein gutes Immunsystem, ökologische Lebensmittel unbelastet für ein stärkeres Immunsystem immer besser sind. Und aufgrund der Zwangshaltung von Kindern zu Hause muss man auch mal tatsächlich Essen kochen zu Hause. Was manche Menschen auf einmal merken, dass man auch die Woche 5 bis 10 Kilo Kartoffeln im Haushalt verkochen kann, weil die Fertigpizza tatsächlich mal nicht lieferfähig ist und wirklich überall ausverkauft war. Also die Effekte sind teilweise auch wirklich positiv, auch im erweiterten Sinne, dass wirklich wieder zu Hause gekocht wird. Ja. Das zeigt also sehr deutlich, dass die Corona-Krise durchaus einige Fragen auch zur Krisenfestigkeit unserer Ernährung, unseres Ernährungssystems aufwirft. Ich würde gerne jetzt erstmal einen Schritt vor die Krise zurückgehen mit Ihnen beiden und fragen, wie es denn generell auch bereits vor der Corona-Krise um die hiesige Nahrungsmittelproduktion stand. Wir haben uns bei der Planung dieser Reihe entschieden, einen regionalen Fokus zu setzen, also zu fragen, wie krisensicher und wie zukunftsfähig die Landwirtschaft hier in Dresden und in Sachsen ist. Mit Ihnen beiden würde ich gerne besprechen, wie viel Sinn macht es überhaupt, das Thema Nahrungsmittelproduktion aus einer regionalen Perspektive zu diskutieren, also einmal zu schauen, wie bedeutsam, wie systemrelevant, sagen wir in diesen Tagen, die Landwirtschaft überhaupt ist. Herr Probst, Sie betreiben eine verhältnismäßig große Biolandwirtschaft hier in der Region. Können Sie uns mit Zahlen ein bisschen aushelfen? Wie viele Dresdnerinnen und Dresdner ernähren Sie ungefähr? Boah, das können wir vielleicht jetzt auf irgendein Eckprodukt wie Kartoffeln, wo ich sage, vielleicht erreichen wir dann 0,5% der physisch zu Hause geschälten Kartoffeln. Wäre so mal eine Schätzung. In Beuteln sind es einige, in Zahlen sind es irgendwo 300 Tonnen, die wir in den Dresdner Märkten hier verkaufen. Das ist so von Bio-Fachhandel eine gute Zahl und je regionaler, desto besser. Also das ist ja so ein genereller ökologischer Ansatz, um Transporte zu vermeiden, um eine Nachvollziehbarkeit in den Lebensmitteln zu haben, was ja auch der Wunsch der Kunden ist. Na klar, der Kunde will auch gleichzeitig immer ganz, ganz billig haben. Und das kriegt man bei vielen Produkten gut in Einklang. Und bei manchen Produkten heißt es halt ökologischer ernähren. Da gibt es vielleicht keine Pfirsiche mehr im Herbst aus Argentinien, die per Luftfracht kommen. Also das, man muss ja auch wirklich sagen, der DDR-Speiseplan, der war viel ökologischer wie heutzutage, was so üblich ist, an was man sich gewöhnt hat. Das heißt, in manchen Produktbereichen machen Sie durchaus auch mit Ihren eigen produzierten, regional produzierten Lebensmitteln doch Dresdnerinnen und Dresdner satt. Sie haben ja eine eigene Ladenkette. Vielleicht können Sie uns eine Zahl sagen, wie viele Menschen gehen da einkaufen in der Woche? Das sind jetzt, also gesamt sind es 12 eigene Läden, die wir haben. Und am Tag einen Laden zwischen 600 und 800 Kunden. Das ist schon eine ziemlich ordentliche Zahl. Das funktioniert, die laufen und wir propagieren eben alles in Thekenverkauf, also wir sind der klassische lose Laden, das ist in erster Linie einfach mal ein Thekenverkauf, also ohne dass ich jetzt einen Hipsterbart habe und irgendwie mich als Startup nenne, betreiben wir einen lose Laden. Und da ich von Hause aus halt also immer versuche, den Öko-Ansatz wirklich durch die ganze Kette zu denken, was vielen sehr, sehr schwer fällt, kommt man automatisch immer wieder zu einer Regionalität und zu Systemen, die im Kleinen, also wo viele kleine Schritte manche Sachen ein bisschen anders werden lassen. Aber es ist generell ein sehr spannendes Thema alles. Ja, in den vergangenen Wochen sind da auch sehr gegensätzliche Stimmen laut geworden. Während die einen die Vorbereitung auf zukünftige Krisen vor allem in einer weiteren Regionalisierung der Lebensmittelproduktion sehen, setzen andere natürlich weiterhin auf die globalen Märkte. Herr Probst, Herr Halitzius, ich würde Ihnen die Frage noch einmal weitergeben. Wie sehen Sie das Verhältnis von einer regionalen Produktion, wie sie also auch im Hof von Herrn Probst passiert, und globalen Produktionsstrukturen?
Wir sind ja Technikentwickler, also denken wir erstmal aus der Sicht der Technik, muss man natürlich sagen, wir denken immer global. Was sind die Märkte in der Welt? Welche Technik wird dort gebraucht und wie muss man das entwickeln? Wenn man aber jetzt weiterdenken, das muss man inzwischen als Techniker, weil man verstehen muss, wohin sich in Zukunft Landwirtschaft entwickelt, welche Bedürfnisse an Technik sich da jetzt ändern, wie wir jetzt schon im Ökolandbau sehen. Das sind ganz andere technische Sorgen und Anforderungen, die da stehen, als in der konventionellen Landwirtschaft. Und ich gucke auch immer gerne nach der ökologischen Landwirtschaft, weil im Prinzip das, was dort heute schon ein Bedürfnis ist, wird in Breite in Zukunft überall das Bedürfnis sein. Also von der Technikentwicklungsstandpunkt her denken wir global europäisch und nicht deutsch und schon gar nicht sächsisch. Aber von der Wertschöpfungskette her sieht man natürlich, dass dieser Trend nach gesunder Ernährung in dem ökologischen Landbau, aber auch in regionalen Produkten besteht. Und das ist sehr sinnvoll. Und mit Corona haben wir auch gelernt, wie wahnsinnig verletzlich globale Netzwerke sind. Also wir hatten das schon gelernt, als die Vulkane ausgebrochen sind, da ein bisschen Staub in der Luft war, wo dann plötzlich überall was fehlt. Wir lernen es jetzt, wie sehr wir vom Transport abhängig sind und wo überall, dass sich das dann über ein ganzes Jahr hinzieht, bevor die Systeme wieder ins Laufen geraten. Es dauert nur 14 Tage, bis die Lager überall alle sind. Also da ist alles der Wirtschaftlichkeit zuliebe, sind alle globalen Ketten so durchoptimiert, dass also kleinste Störungen schon große Folgen haben. Und das spüren die Menschen und sagen sich natürlich, wie viel Globalität zugunsten der Wirtschaftlichkeit ist eigentlich noch vernünftig und wie viel Regionalität wollen wir eigentlich haben. Und Regionalität wird auch als Lebensqualität verstanden und in dem Aspekt kann ich das also nur hundertprozentig unterstützen. Wir opfern immer noch sehr viel der Wirtschaftlichkeit und merken dabei nicht, was uns eigentlich entgeht und vor allem, welche Probleme wir in die Zukunft verlagern, welche Probleme wir auch in andere Teile der Welt verlagern. Also wenn der rumänische Arbeiter zu uns kommt, unser Lebensstandard ist nur so gut, solange wir ihn haben und der Rumäne ihn nicht hat. Wenn der Rumäne den Lebensstandard hat, wo ich jetzt nicht wüsste, warum er das nicht haben sollte, wird er nicht mehr zu uns arbeiten kommen. Dann braucht man wieder andere Mechanisierungslösungen. Das hatte Herr Probst ja vorhin schon gesagt. Ja. Also die Corona-Krise hat durchaus nochmal den Fokus auf das Problem gelenkt, wie gestaltet sich ein gutes Verhältnis von der regionalen Produktion und auch von der Nutzung natürlich der globalen Märkte, der globalen Produktionsstrukturen. Wenn wir aber über Krisensicherheit in Bezug auf Landwirtschaft reden, reden wir natürlich nicht nur über die Corona-Krise. Und ein Thema, das in den vergangenen beiden Sommern die Schlagzeilen doch sehr stark dominiert hat, ist in den vergangenen Wochen eher wieder in den Hintergrund getreten. Ich spiele an auf die Dürre, auf die große Trockenheit und auf die anhaltende Hitze, die natürlich wiederum auch uns hier in der Region trifft. Lieber Herr Probst, wie schätzen Sie die Situation diesbezüglich hier in Dresden und Umgebung ein? Welche Auswirkungen hat der ja doch auch in diesem Jahr recht geringe Niederschlag, die Bodentrockenheit, auf die Landwirtschaft hier in der Region? Da wir dieses Jahr das dritte Jahr mit irgendeinem Regendefizit sind. Also kann jetzt noch dieses Jahr viel passieren. Gestern Abend war ich dann etwas besser gelaunt, wo es dann tatsächlich mal Regengeräusche gehört hat. Aber das Wasserdefizit, was wir haben, fordert uns jetzt als Betrieb im Pflanzenbau. Wir haben eine Milchkuhherde, die muss satt werden. Und man kann sich einfach nicht mehr darauf verlassen, dass man 4 Schnitte Grün von den Wiesen holt. Sondern wir setzen immer mehr auf Luzerneanbau, im Feldfutter mehr Sicherheit zu haben. Und vor 10 Jahren war es keine Frage, da konnte man Luzerne umbrechen, wieder neu ansehen und war sicher, dass einfach wieder Luzerne wächst. Diese Sicherheit hat man bei so trockenen Herbsten, wie es die letzten 2 Jahre waren, nicht mehr. Also man fährt einfach viel mehr auf Vorsicht, auf Vorausschauen, ein bisschen mehr Futterreserve und bricht Luzerne erst um, wenn man eine andere Luzerne so etabliert hat, dass sie gekeimt hat, dass sie schon dasteht. Also das sind wieder so Vorsichtsmaßnahmen, die vielleicht nicht unbedingt alle ganz neu sind, die muss man machen. Es wird von Wald, es wird für viele Sachen, das Risiko steigt. Auch die absolute Regenmenge, die muss ja nicht mehr großartig sinken, aber halt die Verteilung ist nicht mehr so gleichmäßig. Oder Starkregenereignisse, die zwar statistisch gesehen hat es dann geregnet, aber wenn die Hälfte nur schnell drüber wegläuft, hat ja auch kein Mensch was davon. Da haben wir wieder Erosionsprobleme und ganz ohne Erosion lässt sich Ackerbau nicht betreiben. Also es gibt ja immer so Früchte, ja, Kartoffelanbau, man hat manche Felder, die sind leicht gewellt, also irgendwann fängt das Wasser an mit Fließen. Da hört er auch die technischen Fähigkeiten auf, dass man es 100% vermeiden kann. Und jeder Krümel Erde, der wegfließt, der ist halt weg. Also den holt ihm keiner wieder. Im Obstbau, den wir auch noch mit haben, ja, haben wir mal vor 5 Jahren die Entscheidung getroffen auf Aprikosenanbau und Pfirsich.
Und den werden wir, denke ich mal, weiterhin ausbauen. Also die kommen mit der Trockenheit sehr, sehr gut zurecht. Also da muss man sagen, es verschiebt sich klimatisch was. Ja, ich hoffe, dass es richtig ist. Aber man wird sich immer weiter anpassen müssen, auch von der Sortenwahl. Im Konventionellen werden manche Pflanzenschutzstrategien in Frage stehen. Also es ist nach wie vor noch üblich, Getreide kurz zu spritzen und damit gleichzeitig die Wurzeln zu verkürzen, was natürlich pflanzenbaulich bei Trockenheit vollkommen Bullshit ist. Aber die reine Lehre an der Universität lehrt es immer noch. Also da ist es noch nicht so richtig angekommen. Ja, da sind wir mitten in einem Themenfeld angekommen, das die Zukunft der Landwirtschaft also massiv mitbestimmen wird. Zwei große Themenfelder dominieren eigentlich alle Zukunftsdebatten, die wir führen. Das ist zum einen das Thema Technologie, Technologieentwicklung, Digitalisierung. Zum zweiten ist es das große Themenfeld, wie Sie es auch schon angesprochen haben, eben der Klimawandelanpassung, aber nicht nur im reaktiven Sinne, sondern durchaus auch in einem proaktiven Sinne von Nachhaltigkeitsstrategien. Also die beiden großen Themenfelder, Technologisierung auf der einen Seite, Nachhaltigkeit als großes Themenfeld auf der anderen Seite. Ich würde diese beiden Themen jetzt gerne noch ein bisschen miteinander in Verbindung bringen, in Dialog miteinander bringen. In der Sonderausstellung Future Food, Essen für die Welt von morgen, findet sich auch eine Grafik, die eben diese beiden Dinge, das Thema Landwirtschaft und das Thema Klimawandel, miteinander in Beziehung setzt. In dieser Grafik ist zu sehen, in Bezug auf den Klimawandel ist die Landwirtschaft Mitverursacherin und auch Betroffene zugleich. Zum einen hat sie einen großen Anteil am globalen CO2-Ausstoß, zum anderen verringert die Erderwärmung auch Ernteerträge zum Beispiel. Die Landwirtschaft muss also einerseits einen Umgang mit diesen negativen Folgewirkungen auch des Klimawandels finden. Sie hatten schon einiges dazu angesprochen. Andererseits sind Nachhaltigkeitsstrategien gefragt, um die Landwirtschaft als Emittentin, als Mitverursacherin auch hier in die Reduktion des Fußabdrucks hineinzubringen. Professor Herlitius, möchten Sie zunächst noch was zum Verhältnis von Klimawandel und Landwirtschaft? Ich hatte ja gerade schon das große Themenfeld Landwirtschaft als Opfer und Täter angesprochen. Vielleicht ganz kurz, wir sehen natürlich auch hier wieder eine Menge von sich ändernden Anforderungen. Also dadurch zum Beispiel kontinuierliche Bodenbedeckung das Jahr über, Zwischenfruchtanbau zum Speichern von Nährstoffen, stellt ganz neue Anforderungen. Also früher hat man den Boden gepflügt im Herbst, kurze Stoppel, Boden gepflügt, 30 cm tief, war alles gut bis zum nächsten Jahr. Und man hat dann immer einen glatten, reinen Tisch gehabt. So was hat man heute nicht mehr. Man möchte wegen Erosionsgründen, Wind und Wasser den Boden immer bedeckt behalten. Man arbeitet auch gar nicht mehr so tief. Man ist nur noch in Sachsen, nur noch 50% der Fläche, die überhaupt gepflügt werden. Gab es ernsthafte Versuche, gar nicht den Boden zu bearbeiten, sondern immer direkt zu sehen, weil das natürlich die Bodenstruktur am wenigsten belastet, die Lachgasemissionen am niedrigsten hält. Allerdings haben wir natürlich wieder schwere produktive Technik erzeugt, Bodenverdichtung, die repariert werden müssen. Da funktioniert dieses System wieder nicht. Das System ist auch abhängig von verschiedenen Bodenbedingungen. Es ist also sehr komplex und sehr vielschichtig. Und diese Vielfältigkeit der Problematik, die sehen wir jetzt natürlich in der Technik, weil wir wissen ja, in den entwickelten Ländern ist Landwirtschaft zu 100% mechanisiert, findet also alles mit Maschinensystemen statt. Da sehen wir also schon immer eine große Menge von Herausforderungen, die jetzt durch den Klimawandel noch mal komplexer, noch mal eine größere Variabilität haben, mit der wir versuchen umzugehen. Aber letztendlich ist es eben nicht alles, ist es nicht technisch zu lösen in erster Linie, sondern Technik muss folgen den neuen Anbausystemen, den neuen Fruchtfolgen, den geänderten Pflanzenzüchtungen, die trockenresistenter sind und eben nicht mehr auf Maximalertrag, sondern auf eine gewisse Resilienz gegenüber diesen Klimastreuungen existieren. Luzerne ist natürlich deutlich aufwendiger als Eiweiß aus der Sojabohne. Nun wollen wir aber das Eiweiß aus der Sojabohne, weil es zu 99% aus genmodifizierten Pflanzen kommt, gar nicht mehr so gerne haben in Europa. Also müssen wir Luzerne anbauen. Jetzt überlegen wir, wie ernten wir Luzerne? Wir überlegen, ob wir Luzerneblätter ernten können, damit wir nicht die gesamte Pflanze ernten können. Also alles sehr viele neue, schöne Technikanforderungen, die alle in die Richtung zielen, wie kommen wir zurecht mit diesen geänderten Bedingungen, die draußen in der Landwirtschaft sich entwickeln. Einmal, wie das Klima auf die Pflanzen wirkt, natürlich auch, wie die Landwirtschaft sich selbst organisiert und andere Anforderungen an Technik stellt. Sie sagten CO2-Emissionen. Also wir müssen ja richtigerweise von CO2-Äquivalent sprechen, weil CO2 ist der geringere Anteil. Der größere Anteil kommt eben aus Methan und Lachgas, NH2.
Und dort ist das Problem, dass natürlich gerade das Lachgas, was beim Kontakt des Bodenstickstoffs mit Luftsauerstoff bei bestimmten Temperaturen, bestimmten Feuchtezuständen entstehen kann, nicht entstehen muss. Also wir haben prinzipiell verstanden, wie Lachgas entsteht, auch im Detail wissen wir es nicht genau. Vor allem kann ich nicht rausgehen und sagen, da ist jetzt Emission. Aber das ist eine ganz wichtige Emission, die natürlich beherrschbar wäre. Methan ist das ein bisschen schwieriger, weil es sozusagen inhärent mit der Kuh ist. Da sind wir bei einem anderen Problem. Wir essen einfach zu viel Kuhfleisch. Und die Kuh isst uns praktisch das Futter von der Fläche weg, wo wir auch Lebensmittel erzeugen könnten. Das ist also ein prinzipielles Ernährungsverhalten, wo man an den Methanhaushalt rangehen kann. Aber was die Emission Lachgas angeht, dort ist natürlich in der Bodenbearbeitung, dort sind viele Reserven erschließbar. Und alles das muss man, also für den Ingenieur und für den Techniker sind das tolle Herausforderungen. Also das System kann ja gar nicht komplex genug sein. Es dauert ein bisschen länger, wir brauchen ein paar mehr Leute, ein bisschen mehr Geld, aber wir lösen das und dann freuen wir uns. Die Fragestellung ist natürlich, alles das, was wir da tun müssen für den Klimawandel, wird zusätzlichen Aufwand treiben. Und wenn wir die Produktion nicht außerhalb unserer Grenzen verlagern wollen, sondern weiter regional hier in Deutschland und Europa Landwirtschaft machen wollen, was ja klimatisch gesehen auch relativ günstiges Gebiet ist, Landwirtschaft zu betreiben, dann sind damit höhere Aufwände verbunden. Und es ist ja noch nicht so, dass der Landwirt der heute der Schwerverdiener der Gesellschaft wäre und extrem viele Reserven hätte. Also wir müssen uns dann auch darüber unterhalten, wenn wir technisch etwas können, wie wir diese Diskrepanz zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, die heute immer auf Seiten der Ökonomie ist und noch nicht auf Seiten der Ökologie, wir sind noch nicht mal im Balance, wie wir das in Zukunft lösen wollen. Und das ist eigentlich das Kernproblem. Nicht, dass wir es nicht könnten oder nicht wollten oder nicht verstehen würden, sondern wie kriegen wir Ökologie und Ökonomie in Balance? Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also Sie weisen schon darauf hin, dass natürlich technologische Lösungen möglich sind, aber nicht in jedem Fall kostenmäßig auch für jeden Landwirt machbar. Vielleicht können wir trotzdem noch mal schauen, was passiert denn gerade in der Technologieentwicklung in dem Bereich? Können Sie uns ein konkretes Beispiel vielleicht auch aus der eigenen Forschung nennen? Wo kann Technologie konkret eine Lösung für ein Problem liefern, das eben im Bereich Nachhaltigkeit dann ansetzt? Gut, ich sprach über Bodenbedeckung, das heißt also das Mulchen von, ich habe eine Zwischenfrucht, die steht da 30, 40, 50 Zentimeter hoch, Ackersenf ist so eine schöne Sache, die macht wahnsinnig viel Blatt, sieht gut aus. Und jetzt will ich aber danach meine Herbstfurche machen. Jetzt kann ich nicht mit einem Grupper oder mit einem Flug, kann ich nicht in 50 Zentimeter hohe Zwischenfrucht reinfahren. Nach 10 Metern ist da alles dicht, also muss ich mir jetzt, die Anforderung gab es früher nicht. Dann haben wir auch teilweise die Zwischenfrüchte eben totgespritzt. Das ist auch ganz einfach, das kostet nicht viel. Und dann ist die nach 14 Tagen, kann ich da alles in der Bearbeitung tun, was ich will. Das wollen wir ja auch nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Also brauche ich zusätzliche Techniksysteme, einen extra Arbeitsgang, wie ich diese Zwischenfrucht zerkleinern, mulchen, zwischenpuffern kann in meinem Arbeitsprozess, um sie wieder auf der Flugfurche abzulegen. Und da gibt es jetzt zwei aktuelle Projekte, in denen wir arbeiten, da nennt sich Kombimulcher oder Pflugmulcher. Ich pflüge hinter der Maschine, vorne ist die Zwischenfrucht. Die Zwischenfrucht wird auf die danebenliegende Flugfurche geworfen, sodass der Pflug, wenn er kommt, eine freie Fläche hat und dann von dem nächsten Spat wieder die Zwischenfrucht bekommt. Dann habe ich die gesamte Zwischenfrucht auf meiner Flugfurche liegen, bin gegen Erosion geschützt und der Pflug hat kein Problem zu pflügen oder der Grupper, was immer ich da hinten dran habe. Und das ganze System kann man sich nach einer Maschine denken, das ist ein anderes Projekt. Also solche Anforderungen kommen jetzt ran, deswegen sagte ich vorhin, ökologischer Landbau stellt solche Forderungen immer eher als die konventionelle Landwirtschaft, weil die eben noch andere Hebel haben mit Chemie und auch mit den großen Maschinen. Und die können also sozusagen mit Muskelkraft und Chemie können die noch ein paar Probleme lösen, die sich die ökologische Landwirtschaft, wie sie es da ein bisschen schwerer macht, weil sie sagen, wir diese klassischen konventionellen mit Nachwirkungen verbundenen Hebel wollen wir nicht benutzen, wir benutzen andere und dann brauchen wir aber Technik, die das kann. Aber langfristig gesehen wollen wir ja, der Herr Horsch, einer unserer großen Mittelständler, sehr innovativ und kreativ, spricht inzwischen von hybrider Landwirtschaft. Er sagt also, er möchte gerne das Beste aus ökologischer und konventioneller Landwirtschaft miteinander verbinden. Von dem Gedanken bin ich ein großer Freund. Der Herr Probst vielleicht nicht so, weil das natürlich auch Wettbewerbsdruck erzeugt, mit mehr Regionalität, mehr Nachhaltigkeit. Aber letztendlich ist es für mich ein sehr vernünftiger Weg, weil dieses Schwarz-Weiß zwischen ökologisch und konventionell ist nicht das, was wir in der Zukunft haben können. Wir müssen konventionelle Landwirtschaft ökologischer machen und das wird uns nicht sofort mit 100% gelingen. Es wird auch immer eine gewisse Menge von Verbrauchern geben, die jetzt tatsächlich sich nicht
nachhaltig und ökologisch produzierte Produkte leisten können. Ein Teil möchte sich das nicht leisten, aber es gibt auch immer einen Teil, der sich tatsächlich echt nicht leisten kann. Und auch das kann man also jetzt nicht ignorieren. Und dazwischen ist also ein Markt, der denkt schon drüber nach und der will sich gesund ernähren, dann kann sich das auch leisten. Und den adressieren wir heute noch nicht. Ich habe Sie nicken sehen. Ich bin ja mit dem Schwarz-Weiß eigentlich eingestiegen, habe über den Gegensatz letztlich, den vielleicht auch vermeintlichen Gegensatz von Natur, von Ökologie und Technik gesprochen. Vielleicht können Sie auch noch mal konkret aus Ihrer Praxis berichten, welche Hilfestellung bieten denn technologische Lösungen auch in Ihrem ganz konkreten Fall, in Ihrem ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieb? Das sind einige Sachen. Also ich bin der Kenner, der sich gegen Technik verwehrt. Obwohl ich so dieses totale Digitalisieren, selbst Herr Horsch findet es mittlerweile total scheiße, was nur Geld kostet. Und so hat er es auch wirklich ausgedrückt. Also bei uns fliegt mal Trichogramma verteilen mit einer Drohne, ist eine Standardbehandlung im Mais. Das ist einfach, klingt ultra schön digital, wenn da so eine Drohne über den Mais rüberschwebt. Dann mit GPS schön gerade säen, der Effekt, also den wirtschaftlichen Nutzen kann man als Ökobauer, wenn man viel hacken muss, viel, viel eher, weil man darauf angewiesen ist, sehr exakt zu arbeiten. Und dort kommt auch verdammt viel Innovation. Und jetzt, wo viele Herbizide die Zulassung verlieren, weil sie halt doch grundwassergefährdend sind oder erst anfangen aufzutauchen im Grundwasser, was ja manchmal nicht immer sofort ist, ist der Drang der konventionellen Landwirtschaft jetzt doch mal was mechanisch zu probieren. Und es sind sehr viele Kollegen, und da muss ich sagen, gibt es einen sehr, sehr angenehmen Austausch. Also es ist nicht, dass man so der bekloppte Öko mehr da ist. Also da ist wirklich, muss ich sagen, ein sehr angenehmes Verhältnis, dass sie sich das anschauen, wie wir es machen. Weil die reine Lehre der konventionellen hätte ja immer gehießen, wenn man halt nichts gegen Unkraut macht, dann ernährt man nichts. Und wenn die anderen, also man wird da sehr genau beobachtet von seinen Kollegen, auch von Herrn Horsch, der auch das sehr innovativ angeht. Also die Ansätze sind viel da und muss mal schauen, wo wird auch traditionell viel gehackt. Also selbst die schlimmen Gensoja-Anbauer in den USA, die tun alle Sojabohnen hacken, weil sie halt auch gewisse Unkräuter haben, die, wo sie halt auch Resistenzen haben, wo es halt immer nur noch mechanisch geht. Also der Zwang ist halt nicht unbedingt immer freiwillig, aber er funktioniert halt. Und es ist erstmal so nichts Schlimmes. Und das Hacken ist auch schon eine Kunst für sich. Und das ist eine, ja, also ist jetzt um die Jahreszeit im Frühjahr ein Acker unkrautfrei so hinzubekommen, dass es gut geht, ist schon immer jedes Jahr eine Herausforderung. Und so für jeden Ökobauern wird ein Lied davon singen, dass irgendwas mal nicht geklappt hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber man sollte halt den Anspruch haben, jedes Jahr besser zu werden. Technologische Lösung für mehr Nachhaltigkeit. Wir haben ein paar Dinge gehört. Gibt es denn Bereiche, und das ist eine Frage, die richtet sich durchaus an Sie beide, wo die technologischen Lösungen eben nicht die geeigneten oder ausreichenden sind oder wo wir einfach andere Strategien für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft brauchen? Vielleicht wollen Sie beginnen. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die kann man deutlich nachhaltiger tun und trotzdem die explodieren dabei die Verfahrenskosten nicht. Aber das ist nicht ausreichend. Das heißt, um wirklich Kreisläufe zu schließen, tatsächlich echt nachhaltig zu werden, CO2-neutral zu werden, also vielleicht sogar CO2-speichernd, das wird höheren Aufwand treiben, nicht nur in der mechanischen Bearbeitung, sondern in der Menge der Fruchtfolgen, in der Menge der Art, die Menge der Pflanzen, also die Menge an Technik, die man verfügbar haben muss, weil man diverser arbeitet. Über Biodiversität haben wir noch gar nicht gesprochen. Das gehört ja damit dazu zur Nachhaltigkeit. Das heißt, es der letztendlich, um an das Ziel zu kommen, wo wir hin, nicht nur hin wollen, sondern auch hin müssen, weil sonst die Welt nicht mehr funktioniert, ganz einfach, muss man viel mehr Aufwand treiben, sodass letztendlich dieser höhere Aufwand auch irgendwo in der Wertschöpfungskette abgebildet werden muss und das bis zum Schluss beim Verbraucher. Das heißt also, nachhaltige Produktion ist nicht zum Nulltarif zu haben. In keinem Bereich der Gesellschaft, keinem Bereich der Wirtschaft, wer das sagt, verklebt den Leuten die Augen, und je länger wir uns in die Tasche lügen, weil das ist ja angenehm, weil dann brauche ich mich heute noch nicht zu ändern, desto schlimmer verschieben wir das Problem in die Zukunft, bis eben zu dem Zeitpunkt, wo einige schon sagen, das System kippt dann und ist nicht mehr reparierbar. Und dieser Punkt ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also es ist jetzt wirklich, das spürt man nicht so, aber es ist tatsächlich höchste Eisenbahn. Und das Problem ist eben nicht, das kann der Landwirt nicht lösen, das kann der Techniker nicht lösen, sondern das können wir nur in der Wertschöpfungskette lösen. Und da sieht man eben jetzt wieder in der Globalisierung, in dem Fokus auf Wirtschaftlichkeit, dass natürlich hier bei der Nahrungsmittelindustrie, bei den Handelsketten ein echter Interessenkonflikt existiert, weil sie extrem gut verstehen,
Produkte zu verkaufen, wo nicht wirklich das drin ist, was draufsteht. Und solange das funktioniert, gibt es nichts Profitableres. Und dieser Interessenkonflikt ist im Profitabilitätsinteressen gegen das vernünftige Bewusstsein, dass das so nicht ewig geht. Sie kommen damit in einen ganz wichtigen Themenbereich. In dieser Reihe kommen ja auch andere Akteurinnen und Akteure zu Wort. Händler, Konsumentinnen, die Zivilgesellschaft. Wir haben nun heute dieses Gespräch vor allem als einen Dialog, Sie haben es schon gesagt, zwischen Technik, zwischen Wissenschaft und Landwirtschaft geführt. Wenn Sie beide auf die anderen Akteure blicken, Landwirtschaft findet nicht im luftleeren Raum statt. Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht es für eine zukunftsfähige Landwirtschaft? Also was muss sich sozusagen an den anderen Stellschrauben ändern? Ja. Das ist eine gute Frage. Also eins ist sicher, das ist jetzt keine umfassende Analyse, aber eins ist sicher. Wir müssen bei der Aufklärung und Bildung des Verbrauchers beginnen. Und das fängt im Kindergarten und in der Schule an. Dort ist eigentlich, wo klar werden muss, was gesunde Ernährung wirklich ist und wie sie sich zusammensetzt und was das bedeutet. Dass man auch das gesunde Ernährung wieder wertschätzen lernt und nicht nur auf der Packung geschrieben seht und glaubt, weil die Folgen spürt man ja auch gar nicht sofort und die meisten spüren sie gar nicht. Solange wir den wirtschaftlichen Fokus vor dem gesundheitlichen Fokus setzen, wird es nicht funktionieren. Es sei denn, wir haben tatsächlich jetzt so andere Wertschöpfungsketten, wo wir gerade die regionalen Wertschöpfungsketten haben ein riesengroßes Potenzial, weil sie umgehen eigentlich jetzt die globale Nahrungsmittelindustrie, sie umgehen die großen Handelsketten und stellen dem Verbraucher ein wirklich regionales Produkt, wo auch wieder die Bindung zum Produkt größer wird, wo also diese Denke vielleicht jetzt nicht aus dem großen Bewusstsein kommt, aber aus dem Gefühl, dass man etwas Vernünftiges tut und dass es im schlimmsten Fall sogar gesund ist. Und wenn nicht, dann war es aber wenigstens regional und hat Spaß gemacht. Und da sehe ich eigentlich noch eine größere Chance, momentan schneller wirksam zu werden, indem wir solche regionalen Wertschöpfungsketten aufbauen. Und da hilft uns Digitalisierung eben auch, weil natürlich jeder Landwirt hat gegenüber dem Supermarkt kein Portfolio, was für irgendjemand interessant ist. Aber die Menge aller Landwirte in einem Land hat natürlich ein extrem großes Portfolio. Und über solche Handelsplattformen kann man sowas sehr schön zusammenbekommen. Das gibt es auch schon alles. Wenn man dann aber eben sieht, oder die Milchtankstelle, wie das sich auch quält, wie es praktisch nicht in die Breite kommt, wie gute Dinge es schwer haben, sich zu entwickeln, dann habe ich immer wieder allergrößten Respekt vor den Leuten, die das vernünftig bewegen. Und dann fragt man sich, was kann man dafür tun, das zu unterstützen, weil es ist der richtige Weg. Herr Probst, dann würde ich Ihnen diese Frage auch noch mal zuspielen. Was erwarten Sie von den anderen Akteuren? Was erwarten Sie von Verbrauchern, vom Handel? Welche Visionen haben Sie da von der Zukunft? Die Vision, die ich habe, ist als erstes, dass es selbstbewusste Landwirte nur noch gibt und nicht Bauernverbandsverblödete. Und da bin ich bei der Kritik so brutal. Das ist ein ganz starker Lobbyverband. Das sind alles Ackerbauern, die jagen gehen. Es gibt oder gab noch nie einen Bauernverbandspräsidenten, der Milchviehhalter war und ein Interesse sich wirklich für die Leute eingesetzt hat, die immer am Arbeiten sind. Weil der jagende Ackerbauer, der hat im Winter Zeit, der geht halt auf alle Versammlungen und macht Lobbyarbeit in seinem Sinne. Und es gibt kaum einen Verbandspräsidenten in Deutschland, der so viel Aufsichtsratsposten in der Industrie gleichzeitig hat. So ist ein bisschen Kritik. Und diese Kritik hat dazu geführt, dass wir ein gruseliges Fördersystem haben, was eigentlich darauf angelegt ist, den Bauern eigentlich nur zu entmachten. Es gab früher verdammt viel Genossenschaftsmolkereien. Bauern dürfen kartellrechtlich sich zusammenschließen und ein Kartell bilden und Preisabsprachen machen. Das ist die einzige Branche, die das darf. Und die sind so doof und machen es nicht. Das ist eigentlich nicht begreifbar. Und man sieht ganz genau, was passiert, wenn wir, und ich bin fördermittelfrei, ich kann hier auch ziemlich offen reden. Da kann keiner vor einer Verwendungsnachweisstelle 100 Meter weiter von der SAB-Bank kommt und sagt, du, wir erzählen mal hier, ob du da jede Edelstahlschraube richtig abgerechnet hast. Und dazu haben Landwirte schon relativ viele Möglichkeiten, erzeugen viel Sachen. Manchmal ist es ja nur, dass ein Obstbauer sagt, ne, ich mache den Saft selber oder koche eine Marmeladenrange und mache das aber, ich sag mal, nicht in handwerklichster Sache und koche dann in einem kleinen Topf rum, dann ist es manufakturisch. Das wird keine Zukunft haben, aber das einfach da in dem ganzen Markt mehr Bewegung ist und diese Konzernabhängigkeit weggeht. Weil wir haben ja, also das Schlimmste, wenn man die Molkereistruktur in Sachsen jetzt hier anschaut, ganz regional.
Da gibt es immer so eine schöne Karte, aktuell Milchpreis in Deutschland. Und da gibt es eine große bayerische Molkerei, die verarbeitet 3,5 Millionen Liter. Theoretisch sind das 100 verschiedene Betriebe an einem Standort, damit die genügend Fördermittel bekommen haben. Aber der hat so ein regionales Erfassungsmonopol, dass das komischerweise der billigste Milchpreis immer ist. Und der Milchpreis, und der hat trotzdem einen hohen Gewinn, der Unternehmer. Das ist ein guter Unternehmer. Also ich ziehe vor dem den Hut. Aber das sind Strukturen, die lobbybedingt entstanden sind. In der Fleischindustrie ist es hier in der Gegend total, wir haben gar keinen Schlachthof mehr. Das ist aus Tierschutzgründen daneben, das ist das Gegenteil jeglicher Regionalisierung. Und es lag nicht daran, dass es keine Förderung gegeben hat, sondern es liegt daran, dass teilweise der Konsens nicht mehr da ist, dass ein Veterinäramt sagt, ich will einen Schlachtbetrieb im Landkreis haben. Also mir kommt das manchmal so vor, wenn man mit Ämtern zu tun hat, dass sie sich kein Tierschutzproblem mehr haben, wenn sie den letzten Schlachthof tot gemacht haben. Dann haben sie keine Arbeit mehr und die Planstelle bleibt. Da muss ein ganz anderer Drive wieder rein. Da gehören auch mitunter junge Leute dazu, nicht unbedingt nur so Hipster-Bartträger, sondern Leute, die auch gerne anpacken. Kann man ganz viel machen. Mir fallen wahrscheinlich zu viele Ideen ein für unseren Betrieb. Also die Bauabteilung kommt in einem Satz die Vision nochmal für die Landwirtschaft der Zukunft in Sachsen. Sehr regional verwurzelte Landwirte, die als Landwirtschaft das Monopol auf die Nahrungsmittel haben und nicht der Verarbeiter. Ja. Lieber Professor Herlitius, lieber Herr Probst, ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch und wir hätten sicherlich jetzt hier noch viele, viele Fragen und Diskussionspunkte anschließen können. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, laden wir herzlich ein, dem Weg unserer Ernährung vom Acker bis auf den Teller weiterzufolgen. In der nächsten Folge dieser Videocast-Reihe geht es um den Handel. Das Thema ist ja heute auch schon angeklungen, die Rolle auch eines regionalen Vertriebes, eines regionalen Handels. Schauen Sie dort wieder rein und schauen Sie gern auch demnächst in die Ausstellung Future Food – Essen für die Welt von morgen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.